Addition und Subtraktion vereinfacht. Ja, wenn wir uns das Ganze hier anschauen, sehen wir schon, es ist eigentlich recht viel Schreibarbeit, wenn ich, klar, erstmal das Ganze abschreiben muss und dann aber auch noch jedes Mal erst quasi diese Subtraktion in Addition umwandeln. Also ich muss hier plus minus 3 machen, weil klar, hier ist ein Minus, das muss ich zu plus machen. Hier ist das gleiche nochmal, da muss ich minus und die Gegenzahl plus 2. Das ist erstmal Schreibarbeit und dann geht erst die Rechenarbeit los. Das heißt, eigentlich wäre es geschickt, wenn wir das Ganze ein bisschen vereinfachen können. Und das geht tatsächlich. Das werden wir uns hier anschauen. Das schaut jetzt momentan nach wahnsinnig viel Hieroglyphen aus. Aber eigentlich ist es genau das, was wir jetzt immer für eine Lösung brauchen. Was hier dran steht, ist plus. Und in Klammern plus. Schauen wir mal, ob wir hier oben das gleiche haben. Also hier haben wir ein Plus und hier haben wir in der Klammer ein Plus. Heißt so viel, wie wenn ein Plus vor der Klammer steht und ein Plus in der Klammer, dann muss irgendwas mit Plus rauskommen. Heißt so viel, wie die zwei Vorzeichen bzw. Rechenzeichen hier ergeben zusammen ein einfaches Plus. Heißt, wenn ich die Klammer weglassen will, dann würde jetzt hier nur noch plus 4 stehen. Ja, ich zeige es euch gleich. Das wäre der Fall, ein Plus vor der Klammer und ein Minus in der Klammer. Schauen wir mal, wo wir das hier haben. Das ist der Fall hier. Also das heißt, wenn ich jetzt hier die Klammer und die Vorzeichen weglassen würde, würde ich quasi ab diesem Plus bis zu dieser Klammer hinten alles weglassen und nur noch hinschreiben minus 4. Also aus Plusklammer auf minus 4 wird dann quasi minus 4. Andersrum ist es, wenn man ein negatives Vorzeichen hat, Minus und Plus. Also zum Beispiel den Fall hier. Dann wird daraus ein Minus. Minus und Plus wird Minus ergeben und Minus und Minus, den Fall haben wir hier, wird ein Plus ergeben. Wie kann man sich das jetzt merken? Jetzt müsste man sich quasi vier Regeln merken, aber es ist schön, wenn man das Ganze mal betrachtet, was passiert, wenn ein Plus vor der Klammer steht. Wenn ein Plus vor der Klammer steht, dann bleibt einfach das Vorzeichen in der Klammer erhalten. Das heißt, seht ihr ja, hier steht ein Plus dran, ich nehme das Vorzeichen hier. Hier steht ein Plus dran, also ich nehme das Vorzeichen in der Klammer. Wenn ein Minus drin steht, dann muss ich es umdrehen. Dann nehme ich das Gegenteil von hier. Das war ja auch das, den Gegenwert addieren. Könnt ihr euch erinnern, bei der Aufgabe Subtraktion von ganzen Zahlen haben wir immer den Gegenwert addiert. Das heißt, steht ein Minus vor der Klammer, drehe ich das Vorzeichen um. Steht ein Minus in der Klammer, drehe ich das Vorzeichen in der Klammer um. Das heißt, Minus vor der Klammer, Zeichen umdrehen. Jetzt schauen wir uns das konkret bei dieser Aufgabe hier oben an. Wir werden also nicht mehr diesen Schlauch hinschreiben, sondern wir haben jetzt 7 und aus Plus minus 4 wird, nochmal kurz nachgedacht, ein Plus vor der Klammer heißt, wir nehmen das Zeichen in der Klammer. Also der Fall. Das heißt, aus dem Ganzen wird ein minus 4. Minus vor der Klammer heißt, ich nehme das, was in der Klammer steht und drehe es um. Also steht dann statt plus 3 minus 3 dran. Minus vor der Klammer und ein Minus wird innen drin gedreht. Also dadurch, dass hier ein Minus vor der Klammer steht, wird das Vorzeichen gedreht. Das heißt, aus minus minus 2 wird plus 2. Plus vor der Klammer heißt, das Zeichen in der Klammer bleibt. Plus 4. Und da habe ich jetzt quasi eine Rechnung. 7 minus 4 gibt 3, 3 minus 3 gibt 0, plus 2 gibt 2, plus 4 gibt 6. Und schon bin ich mit der Aufgabe fertig. Ist deutlich weniger Schreibarbeit und man kann das Ganze natürlich dann viel schneller und deutlich einfacher verkürzen. Beispielaufgaben haben wir hier. Ja, aufpassen, einen Trick werde ich euch gleich erklären. Wenn hier nichts vor der Klammer steht, heißt es so viel wie, hier steht ein Plus dran. Ja, denn wenn nichts vor einer Zahl steht, haben wir auch gelernt, dann steht da quasi ein Plus dran. Also hier muss man quasi bedenken, hier steht plus minus 72, hier steht plus plus 12 und hier steht plus minus 18. Was ihr jetzt macht, ist quasi zuerst die Klammern auflösen und dann berechnen. Das heißt, ihr schreibt jetzt bitte erstmal alles ab, auch diese Aufgabe und löst sie dann und drückt dafür eben jetzt auf Pause, jetzt sofort, jetzt auf Pause, jetzt drücken. Und hier haben wir die Auflösung. Aus plus minus 72 wird natürlich, weil ein Plus vor der Klammer steht, minus 72. Aus minus vor der Klammer wird dann quasi hier ein Plus, weil das ja quasi umdreht, das Vorzeichen, wird plus 43. Und es gibt minus 29. Ich habe sehr viele Schulden gehabt, ein bisschen was ist mal abzogen worden, aber es bleiben Schulden. Hier das Gleiche, aus plus plus 12 wird plus 12, aus plus minus 12 wird minus 12 und aus minus minus 12 wird plus 12. Ich beschleunige das Ganze jetzt einfach sonst nochmal mit den Regeln hier nochmal angucken. 12 minus 12 gibt 0, plus 12 gibt 12. Plus minus 18 gibt minus 18, minus plus 3 gibt minus 3, plus plus 3 gibt plus 3 und das bleibt auf minus 18. Das war's zum Thema Addition und Subtraktion vereinfacht. Das dürft ihr jetzt immer so machen.